So, hallo und herzlich willkommen auf startdrumming.de zur Open Lesson. Heute mal einfach so eine Lesson. Das hat natürlich auch ein paar Gründe. Zum einen natürlich, ich habe eine Frage gestellt im Artikel und ein bisschen was in der Beschreibung erklärt. Ich bin diese Woche, also die erste Hälfte der Woche, ein bisschen angeschlagen gewesen. Da hatte ich eine kleine unschöne Begegnung mit einem Randstein. Ich kam zwischen Fahrradpedal und Randstein mit meinem Fuß hinein. Das hat meinen Fuß umgeknickt und deswegen konnte ich die erste Hälfte der Woche nicht ganz so viel arbeiten. Sprich, ich musste sehr viel humpeln. Spielen ging eigentlich, aber besonders komplexe Sachen waren da etwas schwieriger. Und das will ich vielleicht heute mal ein bisschen erörtern, was man da macht. Gute Besserung. Wer ist denn alles da? Guten Abend, Franny Reich. Guten Abend zurück. Jawohl. Fabian Pickel, hi. Hi, Fabian. Ja. Alles fit im Schritt. Naja, also das ist nicht unbedingt meine Ausdrucksweise, aber ja, danke der Nachfrage. Jetzt geht's wieder. Ich erzähle gleich genau, was da passiert ist und wie und warum und was, wie man mit sowas umgeht als Profimusiker. Meine Frage wäre ja, wie das jetzt der Otto Normalbürger so macht. Klar, wenn man angestellt ist, geht man zum Arzt und lässt sich krank schreiben. Das fällt bei mir natürlich flach. Aber da kommen wir ganz... nicht ganz in Time. Ja, ich war ein bisschen in Stress. Ich habe den Computer hochfahren müssen. Ich kann es ja noch zum Schluss noch einmal spielen. Ja, ich spiele das sonst anders. Gell, Wolfgang? Meine Sticks halten in der Regel nur einen Monat. Dann sind sie kaputt. Normal. Ja, das Rübenmeister. Das hängt jetzt davon ab, was man so macht und wie man spielt. Also wenn ich ganz normale Hickory Stick spiele, solche hier, und in einem normalen akustischen Set spiele, Beckenarbeit, ich spiele ja keine extreme Musik, ich spiele halt viel Jazz-orientierte Funk, Soul, R&B und was halt so kommt, Rock-Pop-Sachen, keine Death-Metal-Geschichten, wo jetzt die Stücke besonders leiden würden. Ich spiele auch in der Regel nicht dauernd Rimshots. Bei mir brechen dann immer die Köpfchen ab. Hier brechen sie nicht, weil ich spiele diese Sticks nur hier am E-Drum-Set. Und das führt dann natürlich dazu, dass die etwas länger halten. Also da brauche ich vielleicht 2 Paar im Jahr. Das war dann... ist dann natürlich etwas haltbarer dadurch. Aber normalerweise, wenn ich das im Akustikset spiele, dann brechen diese Köpfchen bei Hickory Sticks nach 2 Tagen weg. Und dann kann ich sie nicht mehr gebrauchen, weil dann machen sie ja die Felle kaputt und dann müsste ich sie austauschen. Das war der Grund, warum ich lange Zeit Nylon-Tips gespielt habe. Und irgendwann habe ich dann mal Ahornstücke verwendet. So, ich habe eine Zeit lang, fast 6 Jahre lang ausschließlich Vic Firth gespielt. Da war ich im Education-Programm mit dabei und habe deswegen eine engere Beziehung zu denen gehabt. Nichts Weltbewegendes, es war kein Endorsement. Ich habe halt Materialien ab und zu zugeschickt bekommen, Bücher zur Rezension und solche Sachen und so ein paar Kleinigkeiten, Plakate an die Wand und so ein Kram halt. Und dann spielt man natürlich die Materialien. Die Stöcke waren ja auch gut. Ja, es ist ja nicht so, dass die jetzt, das sind ja auch Vic Firth. Also ich spiele immer noch hin und wieder ein paar Modelle von Vic Firth, weil es da halt von anderen Herstellern keine Alternative gibt. Und da ich kein Endorsement habe, kann ich das ja auch machen. Da habe ich festgestellt, mit Ahornstücken brechen die Köpfchen nicht so schnell. Das heißt, die sind für mich weich genug. Es gibt zwar Macken ins Holz, aber sie brechen nicht. Und auch die Köpfchen halten länger.
Und bei Weißbuche ist es glücklicherweise genauso. Das heißt, ich spiele sehr gern Weißbuche und Ahorn. Das ist so mein Hauptholz, was ich gerne habe, weil das bei mir länger hält. Da habe ich dann zum Teil Stücke auch mal ein halbes Jahr, ja. Manchmal hält es bloß ein Vierteljahr. Das hängt immer davon ab, was man genau mitmacht. Und manchmal hat man Pech, dann schlägt man einmal drauf, dann ist er kaputt. Das hängt also auch ein bisschen vom Holz ab. Also es kann mal Pech sein, dass mal ein Stock gleich reißt. Das geht. Einmal in die Hand, ein Rimshot, bapp, und dann ist er kaputt. Das gibt's. Sollte aber nicht die Regel sein. Gell? Also insofern hängt es davon ab, was ist denn das, was du da spielst? Dann muss ich etwas an meiner Technik ändern. Ha. Ja, es hängt davon ab, was man spielt. Wenn man Death Metal spielt, dann ist das wahrscheinlich noch lang. Gell? Wenn man sehr viele Rimshots spielt und extrem physisch intensives Material spielt, dann kann das sein, dass der Stock natürlich früher den Geist aufgibt. Also Heavy Rock oder Heavy Metal, was auch immer, das hat natürlich einen höheren Stockverschleiß zugrunde, wenn man jetzt bestimmte Aufbauten bevorzugt. Also zum Beispiel die Hi-Hat sehr hoch und man hackt da immer so in die Hi-Hat hinein. Ja, da muss ich mich nicht wundern, dass das dann da kaputt geht. Als ich früher noch viel mehr Rock gespielt habe und fast ausschließlich Rimshots verwendet habe, war immer hier im Bereich da, wo der Stock auf den Rand traf, natürlich der Stock zuerst kaputt. Ja, das hängt immer davon ab, was man macht. Classic Rock und Hard Rock benutze genau die gleichen Sticks. Ja, das sind 8,5A Freestyle, die sind ein bisschen länger. Das ist also so eine Mischung aus 8D und 5A. Und die sind noch einmal ein bisschen verlängert. Also ob es genau die gleichen sind, weiß ich jetzt nicht. Aber wenn es ein 5A ist, sowas in die Richtung, ja. Ja, 5B ist ein bisschen dicker, ist auch okay. Also da würde ich jetzt vermuten, dass ein Ahornstock keine so gute Idee ist. Der wird wahrscheinlich nicht ganz so lange halten. Und ein Monat ist eigentlich ganz gut für einen Hickory-Stock im Hardrock und Metal. Ich würde da jetzt kein Problem sehen. Was man natürlich einen Vorteil hat, wenn man eine entsprechende Technik hat, man arbeitet nicht mit so viel physischer Energie, sondern mit Bewegungsenergie. Man hält den Stock locker, das schont natürlich auch die Stöcke, aber prinzipiell, das ist ein Verbrauchsgegenstand. 5A spiele ich. Ja, das ist, ich habe auch noch welche hier, also da habe ich Nylon mit Nylonköpfchen von Vic Firth. Das ist der meistverkaufte Stock weltweit. Also als Normalköpfchen, aber auch Nylon ist es der meistverkaufte, weil die sind Marktführer im Bereich Stöcke und der 5A ist der beliebteste Stock. Die meisten Leute spielen 5A. Und da ist überhaupt nichts verkehrt dran. Ich habe ja auch welche. Also für bestimmte Sachen bevorzuge ich auch diesen Stock. Die hier brauche ich etwas länger, damit ich da ans Reitbecken gut rankomme. Okay. F 5G. Was soll 5G sein? 5B war wahrscheinlich dann. Ja? Das war ein Schreibfehler, oder? Da hat jemand nach den Socken gefragt. Spielst du mit Socken, Erik Schnell? Ja, ich spiele mit Socken. Und zwar ganz einfach, dass ich hier diese Sliding-Techniken ganz gut spielen kann. Da kann man sehr gut hin und her rutschen. Und auch die Süßeltechnik lässt sich sehr gut spielen. Ja, das ist der Grund, warum ich da Socken habe. Wenn ich außer Haus spiele und einen Anzug anziehen muss, das war bei mir in der Vergangenheit öfters der Fall, weil ich ja so Unterhaltungs-Jazzmusik gespielt habe. Da hatte ich mal 5 Jahre eine eigene Band. Da spielt man in der Regel nicht in Socken, sondern hat dann natürlich schöne Lederschuhe an und die hatten bei mir immer Ledersohlen. Gell? Dann lässt sich das auch sehr leicht spielen. Aha. Barfuß habe ich probiert, aber das ist nicht meins. Ich finde das unbequem. Ich mag meine Socken. Socken sorgen nochmal für ein bisschen mehr Reibung, ein bisschen weniger Reibung. Also meine Füße sind dann nicht ganz, die haben ein bisschen mehr Grip. Ich mag es, wenn es richtig
flutscht quasi, ja, also wenn es richtig leicht läuft. Deswegen ja auch dieses Pedal. Ja, also. Trittst du mal öffentlich auf? Ja, aber selten. Weil ich ja eigentlich Lehrer bin, zu 100%. Und es kommt vor, zum Beispiel mit meinem Percussion-Duo hatten wir einen Auftritt, das ist allerdings auch jetzt schon wieder 2,5, 3 Jahre her. Und das wird es auch in Zukunft wieder geben. Und ich habe auch ein paar Sachen in Planung, wo es mich dann im Kontext mit Musik zu sehen geben wird. Das ist aber alles noch etwas ja, mittelfristige Zukunftsmusik. Falscher Knopf gedrückt. Gibt es dann musikalische Begleitung in Form von Mitmusikern. Das ist aber noch nicht spruchreif, aber das wird es geben. Ich habe, wie gesagt, in den 2000er Jahren eine Jazz-Unterhaltungsband gehabt, so Hochzeiten, Geburtstage, Feste, vom Maibaufest bis zur Abendunterhaltung haben wir alles gemacht. Und das waren auch so Popsong-Bearbeitungen für Jazz-Ensemble, also Quartett, quasi Bass, Klavier, Schlagzeug und Gesang. Und da habe ich das sehr gut gemacht. Dann habe ich eine ganze Reihe an Jahren so experimentellere Sachen gemacht. Meistens Duette, zum Beispiel mit einer Sängerin. Dann auch mit Gitarre und auch Bläser. Bläser habe ich leider relativ wenig gespielt, weil es in meiner Gegend nicht ganz so viel Gute gibt. Und die Guten, die es gibt, die haben meistens schon so viel zu tun, dass da keine Zeit für überbleibt. Aber auch das werde ich vielleicht mal irgendwann ändern. Es ist halt so, dass ich seit 2007 ungefähr so viel unterrichtet habe, dass keine Zeit mehr blieb zum Spielen. Ja? Ich hatte so um die 70 Schüler in der Woche. Das heißt, 6 Tage in der Woche durch unterrichten. Ja, und da hat man dann am Sonntag auch keine Lust mehr, dann jetzt irgendwo hinzufahren, ja, verständlicherweise. Sprich, die Entscheidung ist gefallen. Ich habe dann einfach für mich entschieden, dass ich Lehrer bin und ich unterrichte. Deswegen sieht man von mir auch relativ wenig musikalisches Material. Ich bin jetzt niemand, der nebenher noch 5 Bands hat. Das könnte ich nicht machen. Das ist auch nicht meine Grundeinstellung. Weil wenn man unterrichten will und das richtig gut machen will, nach meiner Definition, dann hat man da nicht die Zeit dazu. Vielleicht 1, 2 Projekte, ja. Also ich habe nichts dagegen, wenn das Kollegen machen. Das ist ja immer eine Frage, wie sauber trennt man das? Also der eine Bereich sollte den anderen Bereich nicht negativ beeinflussen. Also sowohl das Spielen sollte nicht unter dem Unterrichten leiden, genauso wenig das Unterrichten unter dem Spielen. Also wenn ich jetzt von so Dingen höre, wo Lehrer dann unterrichten an Musikschulen und dann haben die so Auftritte und haben dementsprechend Verträge unterschrieben mit Konventionalstrafen drin. Solche Sachen gibt es, wenn man so gut gebuchte Coverbands hat. Und dann schicken die in den Unterricht einen Sub, also eine Vertretung. Das kann ich vielleicht einmal machen, aber wenn das zur Dauereinrichtung wird, solche Leute bekommen bei mir keinen Job. Das halte ich nicht für gerechtfertigt, weil ein Schüler geht zum Lehrer, dass er genau mit diesem Lehrer zurechtkommt und von dem das lernen will. Und wenn jede zweite Stunde die Vertretung da ist, dann kann ich gleich zur Vertretung gehen. Also das geht gar nicht. Okay, aber das ist ein anderes Thema. Wo kaufst du dein Equipment? Ganz einfach, beim großen T, beim Thomann, meistens. Zurzeit bin ich dran, dass ich ein bisschen schaue, was Drumtech macht für den E-Drum-Bereich. Das ist auch eine gute Adresse, aber alles andere kaufe ich beim Thomann. Der ist nicht weit von mir, so 150 Kilometer ungefähr. 1,5 Stunden Fahrt. Ja, da fahre ich dann 1 bis 2 Mal im Jahr hin und schaue mir die Dinge an, die ich testen will. Aber der Rest wird bestellt. Weil bei mir in der Gegend, der nächste wäre 60 Kilometer entfernt. Und der ist nicht unbedingt der Beste. Ja, das ist verschwendete Zeit und unnötige Kosten.
Ich bin von 5B umgestiegen und 2A oder 2B. Man merkt, die Sticks dann besser handeln kann. Geht es dir auch so? Ich meine Ghost Notes. Das ist ganz individuell. Ja, Moment, da haben wir da eine schöne. Da haben wir eine schöne Funktion, wenn da einer da trollt, gell? Den können wir einfach ausblenden. Ja. Und entfernen kann ich das auch. So, also der stört nicht mehr, Fabian. Keine Sorge, da kümmere ich mich schon drum. Damit muss man rechnen. Ja. Okay, also die 2B, 2A, also 2B-Geschichten, wenn man das muss man ausprobieren. Manche Leute kommen mit 2B aus. Roy Haynes hat auch eine Zeit, hat auch 2B gespielt. Die größte Zeit seiner Karriere. Ich könnte damit kein Jazz-Gig spielen, eher schon. Wobei das war ein spezielleres Modell von Silchen. Das war ein bisschen dünner wie jetzt von anderen Herstellern, weil die ja nicht von jedem Hersteller gleich sind. Aber das ist ganz individuell. Deswegen gibt es ja so viele Stücke. Ja? Es gibt sehr viele unterschiedliche Stücke, weil die jeder anders spielt und quasi ein anderes Bedürfnis hat. Ich habe zum Beispiel ein halbes Dutzend unterschiedliche Stücke für die unterschiedlichsten Anwendungen. Ich habe sehr, sehr dünne, zum Beispiel von Rohema, den Tango. Das ist für die meisten Schaschlik-Spieß, also das ist wirklich ganz dünn. Zum Leihspielen aber super. Und dann habe ich auch so 8-5-AD hier am E-Drum-Set im Unterricht für Allround-Sachen, für ein bisschen mehr Reach. Und dann habe ich normale 5A und normalerweise, standardmäßig, spiele ich eigentlich sowas in Richtung 7A oder 8D. Das also eher dünnere Stücke. Ich spiele aber auch dann, wenn es sein muss, auch ein bisschen größere und dickere. Das muss man einfach ausprobieren. Und was funktioniert? Das funktioniert und das nimmt man dann halt. Also man kann gern auch mal versuchen, unterschiedliche Stücke zu spielen. Es gibt Leute, die spielen immer nur eins, das ist auch okay, aber ich persönlich da wirklich, mir reicht dann nicht ein Stock aus. Das ist wie der Handwerker mit dem Werkzeugkasten. Man kann nie genug Werkzeug dabei haben, man weiß nicht, was man braucht und da ist es hilfreich, wenn man dann andere Sachen dann hat. Ah, wie verdient man als rudimentärer Schlagzeuglehrer? Ja, also für mich hat es immer gereicht. Ja, rudimentär, das ist jetzt eine Sache, das kann man so oder so sehen. Ganz einfache Geschichte, einfach mal Unterricht bei mir nehmen und dann kann man das ausprobieren und dann sehen wir, ob das rudimentär ist. Ja. Grundsätzlich, man wird nicht reich als Schlagzeuglehrer, also das vorneweg. Ja. Dadurch, dass ich hier ein bisschen Online-Unterricht mache, hat sich das ein bisschen entkoppelt. Aber ich unterrichte ja auch ganz normal physischen Unterricht. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Oh, habe ich in 7 Jahren gespielt, aber ich habe es nicht gefühlt. Ja, das ist halt, wie gesagt, Geschmackssache. Also wenn man halt mit dem 5B besser zurechtkommt, Benny Greb spielt ja auch eine 5B-Variante. Da gibt es sehr viele, die in 5B spielen. Das sind meistens dann Leute, die sagen, okay, ich will da ein bisschen mehr Fleisch haben und habe da ein bisschen mehr Kontrolle. Ich habe ja auch Pad-Sticks. Das sind dann so Marching Sticks. Ich muss mal kurz rüber. Entschuldigung für den Ton. Da es liegt immer dieses Kabel, das dann eine ganz schlechte Verbindung hat. Sorry. Das sind diese hier. Und ich habe seit neuestem auch die Rohema Pad Sticks. Die sind ein bisschen leichter aus Ahorn und
nicht ganz so brachial. Das sind die Jeff Green Solo Sticks, die verwende ich ganz gern als Pad Stick. Das ist nur für Technikübungen. Also das ist auch eine Sache, die sehr gut funktioniert. Also ich spiele auch durchaus richtig dicke Stücke. Gell. Die V-Grip, ja, das ist nicht so meins. Die V-Grip, da habe ich zu viel Reibung. Da kriege ich dann eventuell Blasen. Ich habe aber auch keine Probleme mit schwitzigen Händen, also mit Schweiß. Das ist nicht mein Problem. Ja, gell, danke schön, Fabian. Das freut mich, wenn man das so sieht. Das muss man immer meine Schüler fragen, ob ich wirklich gut bin, weil die müssen das ja ertragen. Aber wie gesagt, ich mache das jetzt nicht seit gestern, sondern seit 23 Jahren und ich lebe ganz gut davon, also werde ich es wohl können. Wie hat deine Karriere begonnen? Wie hast du deine Liebe zum Schlagzeug entdeckt? Ach, das ist eine gute Frage. Ja, ich bin eigentlich spätberufener, was das angeht. Mein Bruder hat angefangen, Gitarre zu spielen, da war der so 14. Wir sind Zwillinge, also. Und dann hat er angefangen, Musik gemacht und ich habe dann auch mir überlegt, soll ich ein Instrument lernen? Zuerst wollte ich Sänger werden, das hat nicht funktioniert. Ich singe hervorragend Metzger-Sopran, also ganz furchtbar. Mami, Mama, Mami, Mama. Und ich bin auch froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil heute meine Stimme, das ist nicht konstant genug. Das funktioniert nicht. Und dann habe ich Schlagzeug angefangen. Das war so mit 16. Da habe ich auch angefangen, als Zimmerer zu arbeiten. Ich habe eine Zimmererausbildung gemacht. Und das, da habe ich mir dann vom ersten Gehalt ein Schlagzeug gekauft und Unterricht genommen. Und nach 4 Jahren Üben und Proben, ja, und dann auch Schülerbands und den ganzen Kram, was man so hat, ja, mit meinem besten Schulfreund zusammen, also der hat am Bass gespielt, war eine schöne Zeit. Dann habe ich auch angefangen zu unterrichten. Ja. Also das Interesse war dann da und nach meiner Ausbildung als Zimmerer habe ich dann tatsächlich dann auch den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Ich wollte zuerst nach New York gehen, ans Drummers Collective. Musste aber noch ein Jahr Geld verdienen und Zivildienst stand auch dann. Da habe ich Zivildienst gemacht und dann schon mal ein paar Schüler angenommen. Das habe ich schon in der Zeit. Ich war da noch mal 2 Jahre auf der Wirtschaftsschule für Buchhaltung. Weil als Musiker ist man selbstständig und da muss man natürlich Buchhaltung beherrschen. Das sollte man, war mir klar, sollte man wissen, wie das geht. Nicht, dass man gleich im ersten Jahr Konkurs anmelden muss. Und dann habe ich schon mal angefangen. Dann hatte ich so 5 Schüler dann. Und mit denen habe ich dann nach dem Zivildienst gesagt, okay, ich probiere das jetzt einfach mal, weil ich noch ein bisschen Geld gebraucht hätte, um nach New York zu gehen. Ich gebe mir mal 5 Jahre und fange einfach an zu arbeiten. Mache mich selbstständig als Schlagzeuglehrer. Und wenn es nach 5 Jahren nichts ist, dann kann ich ja immer noch studieren gehen. Ja, 23 Jahre später sitzen wir hier, ja, beziehungsweise das war jetzt 21 Jahre her, denn meinen Gewerbeschein habe ich angemeldet am 1.6.2000. Das sind jetzt genau 21 Jahre her und ein paar vier Monate. Und es war nie notwendig. Ich hatte immer so viel zu tun. Da kam es nicht mehr dazu. Ja, man bildet sich natürlich weiter. Ja, ich habe Workshops besucht bei sehr vielen Leuten, unter anderem ganz prägend Jim Chapin, Tom Famularo, auch ein bisschen Klaus Hessler, aber eher Tom Famularo. Das war für mich eigentlich immer ganz wichtig, den Einblick in die Müller-Technik kriegen und dann halt jedes Jahr zu Jim Chapin auf die Musikmesse ein paar Fragen stellen. Das war schon Gold wert. Auch das Verständnis dafür zu entwickeln, dass Bewegungsabläufe extrem wichtig sind fürs Spiel. Das ist ein wichtiges Element. Und dann gab es noch eine schöne
Veranstaltung, beziehungsweise die gibt es immer noch, die wäre jetzt auch jetzt demnächst wieder, nur habe ich dieses Jahr nicht ganz so viel Zeit und die Corona-Situation sieht ja gerade nicht ganz so gut aus, deswegen habe ich da nämlich nicht angemeldet und ich hatte jetzt auch ein paar Jahre, also familiär andere Verpflichtungen und konnte da nicht teilnehmen. Das waren die Teacher-Tage von Percussion Kreativ. Ich bin Mitglied bei Percussion Kreativ. Eigentlich solange ich ja auch unterrichte, seit 1998 und seit den zweiten Teacher-Tagen war ich bis zu den 10.11. eigentlich jedes Mal dabei. Das ist alle 2 Jahre im Dezember und da sieht man natürlich sehr viele Kollegen, hat kann ein sehr schönes Netzwerk aufbauen, Leute fragen, die dann die gleichen Probleme haben wie man selber, weil es sind alle Schlagzeuglehrer, die sich da versammelt haben und man hatte Chance, dann wirklich dann alle möglichen Top-Schlagzeuger dann zu sehen, die auch als Lehrer tätig sind. Da werden natürlich Leute eingeladen, die auch was zu erzählen haben. Ja? Und da hatte ich zum Beispiel die Chance, Jojo Meyer zu sehen, 2-mal und alle möglichen Leute. Ja? Das ist schon interessant. Ja? Das bringt natürlich auch viel. Und es hilft natürlich, wenn man sich selber weiterbildet, sehr viel lernt und sehr viel schaut. Ich schaue auch immer noch sehr, sehr viel Content. Auch auf YouTube findet man heute ja so viel. Und kaufe mir Bücher, schaue die an und gucke, was Kollegen so machen, unterhalte mich mit denen. Zum Beispiel Timo Ickenroth kann ich sehr empfehlen. Ja? Der hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, da kann man auch mal vorbeischauen. Und das ist auch eine sehr schöne Sache. Micha Fromm zum Beispiel, der macht hervorragende kurze Clips, die Dinge auf den Punkt bringen. Ja. Ich spiele seit letzten September Schlagzeug ohne Lehrer. Eigentlich bin ich mit meinen Fortschritten zufrieden. Würdest du mir trotzdem raten, Unterricht zu nehmen? Das hängt davon ab, wenn du mit zufrieden bist, ist das okay. Aber du wirst natürlich nie wissen, wie es ist, wenn du einen Lehrer hast. Ein Lehrer ist ein Shortcut. Das heißt, er hat eine Vorstellung, wie das funktioniert und wie das funktionieren muss und welche Techniken man braucht. Und man macht dann bestimmte Fehler einfach nicht. Aber ich will dir jetzt nicht dazu raten, jetzt unbedingt das Unterricht zu nehmen, wenn du den für dich gar nicht brauchst. Weil es gibt Leute, denen gibt man ein Instrument in der Hand und zeigt dann ein paar Sachen und dann machen die von allein weiter und das funktioniert, weil die das können. Ja, die sind in der Lage, selbstständig zu lernen und zu arbeiten. Die brauchen nicht zwingend einen Lehrer. Ein bisschen Information ist nicht schlecht, da gibt es von mir ja Kurse. Übrigens, es gibt einen neuen Country-Kurs, wer da schauen will, auf der Website und auf der YouTube-Beschreibung gibt es einen Link mit einem Gutscheincode, 10% Rabatt, kann man ein paar Country-Songs lernen und der Rabattcode gilt für alle Kurse, ja, außer den Mitgliedschaften. Die Mitgliedschaften sind ja ein Bündel an allen Kursen, ja, also die sind da außen, das gilt für die Einzelkurse. Einfach mal reinschauen, wenn es interessiert. Und man kann natürlich auch bei mir gerne mal Unterricht nehmen, dann kannst du das ausprobieren. Herr Rübenmeister war das, genau. Aber es ist natürlich so, wenn man auf einen gewissen Punkt kommt und der Vorteil eines Lehrers, der physisch vor Ort ist und dann ständig kontrollieren kann, ist eben genau der. Er kann draufschauen, sieht Dinge, die man selber nicht sieht. Und diese ständige Korrektur bringt einen sehr viel schneller weiter. Das ist ein Vorteil vom physischen Lehrer, also ein Lehrer vor Ort. Man kann natürlich auch jetzt hier Skype und Zoom-Lessons nehmen. Das mache ich natürlich auch relativ häufig. Ist aber einfach eine Sache dann, die man für sich entscheiden muss. Also es gibt alles. Es gibt auch Leute, die einfach Autodidakten sind. Ja, also Phil Collins hat nicht viel Schlagzeugunterricht gehabt. Ja, trotzdem ein hervorragender Schlagzeuger, also das gibt's alles. Gell? Du hast ja alles selbst bei. Nein, ich hatte schon ein paar Lehrer. Ich hatte der erste Lehrer, den ich hatte, da war ich 3,5, 4 Jahre und der hat eigentlich ohne Noten gearbeitet. Das heißt, ich musste mir alles raushören. Der hat dann Sachen auf Kassette aufgenommen und ich habe es danach gespielt. Und dann haben wir auch Songs analysiert und Dinge rausgehört. Deswegen kann ich sehr gut analytisch hören. Und das ist auch keine so schlechte Sache. Nur das Notenlesen und die Technik waren halt, da hat er nicht so viel Ahnung gehabt. Das war dann beim zweiten Lehrer dann der Fall. Der war ein Marching-Spezialist. Der hat viel Scottish Pipe Band Drumming gemacht und American Style Rudimental Drumming. Da hatte ich einen großen Einblick drin.
Und das war dann auch eine schöne technische Basis. Und dann ging es eigentlich los mit den Workshops bei Tom Famulero und Co. Also das ist dann natürlich eine andere Baustelle. Ja, aber ich hatte schon Lehrer, also so ist das nicht. Ich bin kein reiner Autodidakt. Aber was ich jetzt unterrichte, die Art und Weise, wie ich unterrichte, das ist quasi alles selbst aufgebaut. Mein Unterrichtsmaterial ist auch komplett selbst erstellt. Ich habe eigentlich nichts, außer so ein paar Standardbücher wie Syncopation, Stick Control und dann ab und zu mal so ein spezielles Buch für Funk. Dann nehme ich gern The Code of Funk von David Garibaldi oder Advanced Funk Studies von Rick Latham. Ich habe eine ganze Reihe an Büchern, aber nicht so viel, wie man meinen könnte, ja? Weil die meisten Sachen sind für mich jetzt nicht so. Ich arbeite ja konzeptionell, das heißt, ich überlege mir Prinzipien, die dahin führen, wo ich hin will. Ich brauche also kein Buch, wo 1500 Fill-ins drinstehen, sondern ich überlege mir, wie, mit welchen Regeln kann ich mir 1500 Fill-ins selber erstellen. Das sind ja im Prinzip dann, wenn ich 1500 Fill-ins habe, was sind das? Koordinationsübungen. Ja, ich habe 4 Gliedmaßen und dann gucke ich, wie viele Instrumente ich habe und dann kann ich die Kombination ausrechnen. Da gibt es was, das heißt Permutation. Ja, und dann gehe ich halt die Möglichkeiten durch. Ja, ich arbeite sehr didaktisch und sehr, sehr logisch und rational, was das angeht. Und dann kommt man auf solche Ideen. Deswegen auch meine Kurse zu Moving Accents. Das sind so wirklich zentrale Dinge, die einem helfen, Werkzeuge zu schaffen, das zu lernen, was man lernen will. Und dann muss ich keine 30 Bücher haben, die dann das Thema von jeder Seite beleuchten, sondern ich habe es dann einmal wirklich umfassend verstanden. Also das Prinzip dahinter ist immer ganz, ganz wichtig. Mir zumindest. Okay, was kostet eine Stunde bei dir? Normaler Einzelunterricht kostet so 65 Euro im Monat. Ja, das sind dann 4 Unterrichtseinheiten, 30 Minuten Einzelunterricht. Das ist das, was ich hier vor Ort verlange. Das kostet es auch bei Zoom. Die 45 Minuten und die Stunde sind natürlich teurer. Und die ganz einzelgebuchte Einzelstunde kostet dann so 30 Euro. Ja, das heißt, eine Minute 1 Euro, die halbe Stunde. Ja. Das heißt, wer eine Stunde haben will, zahlt dann 60. Das dann ja aber ohne Vertrag einfach so und dann mal schauen, wie es ist. Wer bei mir anfängt, bekommt immer 1 bis 2 Probestunden, insbesondere wenn es über Zoom ist, dass man mal die Technik checken kann. Und dann gibt es natürlich auch noch meine Mitgliedschaft, die hat die Practice Time. Und die Practice Time beinhaltet dann quasi eine halbe Stunde Zoom-Lesson in der Gruppe. Da zeige ich dann was, ein Thema vorbereitet und dann schalte ich nach 20 Minuten ungefähr spätestens um, dass jeder dann auch antworten kann und dann kann man sich darüber unterhalten. Und in der Goldmitgliedschaft gibt es noch das Gruppenmeeting. Da gehe ich dann wirklich auf Fragen ein und beantworte, was so gerade anliegt. Das ist dann einmal im Monat 45 Minuten. Da kann man das auch testen. Also wer mal reinschnuppern will und relativ wenig Geld ausgeben will, meine Mitgliedschaften kann man monatlich auch als Abo buchen und dann einfach mal einen Monat schnuppern. Ja, da gibt es auch demnächst zu Weihnachten so ein Schnupperangebot mit ein bisschen Rabatt. Einfach mal reinschauen dann. Demnächst kommt dann auch Weihnachtscontent, habe ich heute produziert, kommt dann noch. Ja. Okay. Erik Schell, meine privaten Dinge behalte ich für mich. Das hat hier nichts verloren, aber danke der Nachfrage. Habe auch erst zu Hause getrommelt, ab seit 11 Monaten Unterricht mache es, man gewöhnt sich auch falsche Dinge an. Ja, genau, das ist eben der Punkt, wobei jetzt das ist eine Schülerin von mir, gell? Hi Tanja. Ein Lehrer blickt natürlich anders drauf, das ist ganz klar.
Ich spiele seit meinem 16. Lebensjahr nur vom Hören anderer Drummer und ich habe Skills für mich perfektioniert und das ohne Lehrer. Also das geht natürlich auch. Ja klar, selbstverständlich. Ja, das war früher eigentlich die Norm, weil früher hat nicht jeder dauernd einen Lehrer vor Ort gehabt. Heute ist die Versorgung mit gutem Unterricht natürlich viel leichter wie jetzt vor 50, 60 Jahren. Also in den 60er Jahren war das deutlich schwieriger und auch teurer. Und da musste man sich auch vieles einfach raushören. Man hat halt die Platten, die man mochte, genommen und so lange gespielt und rausgehört, wie das geht, bis das funktioniert. Das kann man auch machen. Ist ja auch klar, weil Musik wird ja für die Ohren gemacht, also muss man es auch mit den Ohren lernen können. Ja, das wäre ja schlimm, wenn das anders wäre. Also früher gab es ja auch noch die Mär vom, ich muss jetzt unbedingt Noten lesen können, nur dann bin ich guter Musiker. Nicht zwingend. Wenn ich das nicht brauche für das, was ich mache, im Rock-Pop-Bereich ist es nicht zwingend notwendig, ein super Notist zu sein, da ist alles vom Blatt spielen kann. Wenn ich im Orchester spiele, ja, okay, da brauche ich das zwingend jeden Tag. Aber in einer Pop-Rock-Band, da geht es eh um viel Sachen. Also, wie klingt etwas? Das ist da wesentlich wichtiger. Das kann man eh nicht notieren. Also man kann natürlich selbstverständlich ganz ohne Lehrer selbstständig für sich Dinge raushören und das, wenn das funktioniert und gut klingt, herzlichen Glückwunsch. So, den ziehen wir auch mal raus. Neunundneunzig Cent, das hauen wir jetzt auch mal raus. Also ich muss mich wirklich in Sachen Schlagzeug bin ich bei dir länger geblieben. Super Geschicklichkeit, geschichtlichen Input und tolle Übungen zu etlichen Techniken. Ja, danke schön, Fabian. Das freut mich natürlich. Das ist auch mein Anspruch. Also ich will auch immer ein bisschen die Hintergründe erklären und dass man wirklich was rausnehmen kann. Es geht tatsächlich um Unterricht. Man merkt, dass es Winter wird und die Leute haben Zeit, da kommt die Trolle raus. Okay. Wer ist dein Schlagzeugidol? EBS hat das gefragt. Das ist so eine Sache. Schlagzeugidole habe ich in dem Sinne eigentlich nicht. Also ich habe nie einen Schlagzeuger jetzt eins zu eins versucht zu kopieren. Für mich war immer die Frage, wie spielt er die Musik, die er macht? Also was führt dazu, dass man auf solche Ideen kommt? Also wie erzeuge ich so ein Klangvieh? Ein gewisses Vorbild war Jack Dejonet. Ja, das ist natürlich klar, weil ich habe auch Signature Becken von ihm. Also das ist ein Sound, der mir gefällt. Da habe ich das Ride und die Hi-Hat. Das ist aber nur ein Element. Dann mag ich auch Bill Bruford sehr. Da habe ich ja den Aufbau mit der Hi-Hat in der Mitte übernommen. Allerdings aus einem ganz anderen Grund. Ich habe das eigentlich gemacht, damit ich nicht entscheiden muss, ob ich mit rechts oder mit links open-handed spielen muss, sondern ich kann es mit beiden Optionen machen. Und das wird es auch beim nächsten Setup, dann beim nächsten Schlagzeug, das ich kaufe, wieder geben. Denn das ist eigentlich mein Setaufbau. Ich mag den eigentlich sehr und den wird es dann auch wahrscheinlich dauerhaft geben. Ist nur für den Schüler immer ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, was ich mache, weil die Toms dann an komischen Positionen sind. Ja, die sind ja dann flach, dann habe ich dann hier quasi in Mitte des Snare, dann 8, 10, 12, 14 wird das sein. Das heißt, lineare Fill-ins sind da schwierig zu spielen. Deswegen habe ich das jetzt hier wieder so ganz normal aufgebaut. Man könnte das hier natürlich auch machen. Das ist leichter nachzuvollziehen und da habe ich aber dann ja immer ein zweites Set, wo man das machen kann. Und ansonsten, boah, Schlagzeugidole.
Ja, denn ich mag Schlagzeuger, also wenn es darum geht, wen ich mag, wenn ich gern höre, das sind das Schlagzeuge, die einen charakteristischen Sound haben. Zum Beispiel Abraham Lemuel Jr. und Dennis Chambers. Also die finde ich hervorragend, weil die einen Sound haben, den man auf den ersten Schlag eigentlich raushört. Das ein paar Takte reichen, dann weiß man, das ist jetzt Dennis Chambers oder Abraham Lemuel und das ist auch ein ganz druckvoller Sound, ein charakteristischer Sound. Im Jazz Paul Motion finde ich gut. Ja, dann war für mich lange Zeit ein großer Einfluss Art Blakey. Ja, ich hatte lange Zeit eine Phase, wo ich dann immer die Hi-Hat ganz extrem auf 2 und 4 angetreten betont habe. Das war ja so ein Merkmal von Art Blakey. Auch die Art und Weise, wie der Shuffles gespielt werden, war ein durchaus einen Einfluss. Ich habe die Musik halt relativ lang auch gespielt, also so Hardbop. Und ja, das wären dann so Einflüsse, aber Idole, dass ich jetzt sage, ich muss da jetzt wirklich alles nachspielen, dass ich jetzt ein riesen Fan gewesen wäre, der dann auch das Set so aufbaut, das habe ich nie gemacht. Da war ich nie dafür, weil ich will eigenständig klingen. Die Grundidee beim Jazz ist ja, dass man individuell sich ausdrückt und wenn man etwas kopiert, klar, man kann davon lernen, aber man sollte auch davon lernen und Sachen analysieren, aber es dann ist eins zu eins übernehmen wollen, weil man das cool findet. Man wird das Original nicht schlagen. Das ist auch das Problem, wenn man jetzt zum Beispiel Jeff Porcaro toppen will beim Rosanna spielen. Ja, niemand war besser bei Rosanna als Jeff Porcaro. Das wird es nicht geben. Das ist eine gute Frage, Erik. Nein, die sind tatsächlich zwingend notwendig. Das ist hier mein wichtigstes Werkzeug. Das ist ein Bleistift. Ja, ein spezieller von Faber-Castell heißt der perfekte Bleistift. Da ist ein Halter dran. Und dann habe ich hier noch einen Spitzer. Ja, da kann man dann spitzen, wenn man es mal braucht. Und hinten habe ich einen Radiergummi. Das ist tatsächlich mein wichtigstes Werkzeug. Ich schreibe nämlich, wenn ich Ideen festhalte, in der Regel auf ein Blatt Papier, auch wenn ich Sachen transkribiere. Wolfgang wird das wissen, da habe ich das habe ich neulich mal gezeigt. Da haben wir in der Practice Time habe ich kleine Hausaufgabe gegeben, 2 Songs raushören, Gel Tanja, das war Live and Let Die und dann Don't Answer Me von Alan Parsons. Das eine, Alan Parsons ist relativ simpel, Live and Let Die war ein bisschen komplexer und dann schreibe ich das in der Regel dann auf einem weißen Blatt Papier einfach auf. Und wenn ich eine Idee für eine Übung habe oder für eine Lesson oder mich jedem Schüler was fragt und ich habe nichts da, dann schreibe ich das tatsächlich einfach ganz schnell auf ein Blatt Papier, weil was soll ich denn anders machen? Und dann habe ich halt noch einen Kugelschreiber, dass man Dokumenten echt was unterschreiben kann. So braucht man manchmal im Schullandtag. Ich bin ja auch tatsächlich an öffentlichen Schulen tätig. Ja, im Auftrag von Musikvereinen und an Privatschulen, also im Gymnasialunterricht, in der Nachmittagsgeschichte, so Percussion-Workshop, AGs, mache ich Unterricht. Und da muss man ab und zu auch mal Dokumenten echt unterschreiben. Kann ich bestätigen, ja. Genau, da hatten wir viel Spaß beim Raushören und dafür brauche ich die Bleistifte. Die habe ich immer da, weil ich will die nicht suchen. Nichts ist nerviger, als dann, wenn man eine Idee hat, keinen Stift und kein Blatt Papier zu haben. Also zumindest einen Stift sollte man haben, dass man es irgendwo draufschreiben kann. In meiner Tasche habe ich immer ein paar Blätter dabei. Also das ist der Grund. Hat jetzt nichts mit irgendwie cool oder nicht cool zu tun. Ich weiß, die sind eigentlich nicht cool, aber sie sind praktisch. Ja. Deswegen brauche ich auch Hemden. Also ich kann keine Pullis anziehen. Die stören, die haben keine Taschen. Ja. Und viel Zeit. Ja, das Raushören hat Zeit genommen. Ja, ja vielleicht noch kurz zu meiner Geschichte. Ich habe da eine kleine Story dazu. Checkerboard Flowers, du bist ein Ehrenmann, küsse deine Augen. Ja, das ist sehr schön, Dankeschön. Ist nicht gerade meine Ausdrucksweise, aber herzlichen Dank. Ich habe ja da eine kleine Story dazu geschrieben und da hätte ich mal die Frage, wie ihr das macht, wenn ihr kleine Einschränkungen habt. Also ich rede jetzt nicht von
Beinbrüchen oder irgendwelchen dramatischen Dingen. Weil ich hatte am Montag eine unschöne Begegnung, wie gesagt, mit einem Randstein und habe mir da den Fuß ein bisschen gezerrt und konnte die letzten 2 Tage nicht ganz so. Was macht da ein Berufsmusiker? Ja, der macht einfach weiter, der spielt dann halt weniger. Ja. Ich habe da längere Geschichte geschrieben, auf der Website kann man dann finden, oberster Link, einfach drauf gehen. Und das wäre dann so das, was ich dann eigentlich mache. In der Regel versuche ich dann natürlich, das Gliedmaß zu schonen. Man soll nie dann, wenn man Schmerzen hat, spielen und das einfach ignorieren. Das ist ein Fehler, das sollte man nicht tun. Was ich von elektronischen Schlagzeugen halte, da gibt es eine ganze Reihe von Beiträgen zum Thema E-Drums von mir. Prinzipiell, ich sitze gerade am TD50, dementsprechend, ja, ich verwende sie. Ist es mein allerliebstes Werkzeug? Zum einen ja, weil es die Arbeit mit Videos sehr viel einfacher macht. Also Videos aufnehmen ist eine super einfache Sache, weil ich nicht ein halbes Dutzend Mikrofone Minimum brauche oder manchmal auch ein 16, 17. Aber ich spiele natürlich sehr, sehr viel lieber auch Akustiksets. Die können einfach andere Dinge. Und ich werde mich damit auch beschäftigen müssen. Demnächst brauche ich das wieder. Ein E-Drum-Set ist für mich ein extra Instrument. Wenn ich jetzt hergehe und habe zum Beispiel elektronische Musik und zum Beispiel hier habe ich ein Set, das habe ich neulich zusammengestellt. Mal gucken. Dann klingt das so. Das ist natürlich ein Sound, den ich mit dem Akustikset so nicht hinbekomme. Ja? Das ist einfach eine Geschichte, die da nicht ganz so leicht ist. Kann ich natürlich machen, indem ich Effekte dann verwende. Das macht dann aber dann der Mann am Mischpult und nicht ich. Und dafür hat man natürlich ein E-Drum-Set. Ja? Also elektronische Sounds gehen halt am besten mit dem Elektronikset. Ein gutes E-Drum-Doppelpedal. Im Prinzip kann man jedes Doppelpedal nehmen, das man am Akustikset nimmt. Am E-Drum werden genau die gleichen Pedale verwendet. Also das ist Geschmackssache. Ich persönlich bevorzuge da DW und Sono als Hardwarehersteller. Das, was ich jetzt hier habe, das ist ein Sono Perfect Balance Standard Pedal. Ich habe auch das Signature. Und als Doppelpedal habe ich ein DW9000, aber ich spiele kein Double Bass, also im Unterricht ja, wenn es unbedingt jemand haben will. Ich kann auch ein bisschen Double Bass spielen, da bin ich jetzt ehrlich, ich halte mal mein Licht da immer ein bisschen unter den Scheffel, weil ich bin nicht spezialisiert drauf. Ich spiele nicht jeden Tag Double Bass. In meiner Art von Musik brauche ich das nicht. Zumal ich auch mit meinem rechten Fuß relativ schnell bilden. Aber das ist auch das Problem beim Doppelpedal. Mein linker ist so schwach. Ja, da müsste ich sehr viel üben und ich brauche es nicht, deswegen mache ich das nicht. Aber basismäßig kann ich das natürlich schon allein für den Unterricht. Das wäre hier meine Frage gewesen, wie ihr mit Einschränkungen umgeht, wenn ihr dann so ein Zipperchen habt. Also ich würde immer dann versuchen, die anderen Gliedmaßen dann zu verwenden und weniger dann mit dem Geschädigten zu machen. Klar, wenn ich jetzt Durchfall habe, dann sollte ich natürlich dann eher gucken, dass ich das loswerde, weil das wird dann schwierig. Ich kenne aber auch sehr viele Berufsmusiker, die spielen eiskalt mit Fieber, mit 40 Fieber. Was ich persönlich jetzt nicht machen würde, weil das ist gefährlich, aber manchmal kann man ja nicht anders und da helfen dann sehr
viele Medikamente von Bayer und Co. Ja, also ich kenne Leute, die sowas machen. Also ich, das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt nicht ganz so scharf bin, jetzt 300 Tage im Jahr unterwegs sein zu müssen und mein Leben on the road verbringen zu müssen. Ja. Das sind so die Nachteile. Also das geht mit der Zeit, kann das auf die Gesundheit gehen, wenn man da Pech hat. Hallo, viele Grüße aus der Pfalz. Ich spiele seit 7 Jahren Schlagzeug und jetzt 70 Jahre und spiele in einer Rockband. Verfolge deine Videos, finde ich sehr cool. Mach weiter so. Dankeschön, Wolfgang. Das freut mich sehr. Ja, meine überwiegende Kundschaft, die dann zahlend bei mir Unterricht nimmt, auch online, überwiegend online, ist älter. Und das heißt kein Zufall, das ist gewollt so. Denn wenn man die Kinder aus dem Haus hat, dann hat man Zeit und Geld und dann kann man sich seinen Hobbys besser widmen, weil in den letzten Jahren ist es so, die Jugendlichen so ab 12 spätestens, die haben kein wirkliches Interesse an einem Instrument, da ist Smartphone dann wieder wichtiger und Freundin und alles mögliche andere. Musik hat da leider nicht mehr den Stellenwert wie früher und da kommt einfach nichts mehr. Da kann man sich auf den Kopf stellen, wie man will, die kriegt man nicht mehr dazu. Das heißt, wer nicht sehr früh angefangen hat, ein Musikinstrument zu lernen, also so mit am Grundschulalter, den kriegt man dann nicht mehr. Der kommt dann vielleicht mit Mitte 20 nochmal wieder, das habe ich auch, so ab 25, 20 fängt es dann wieder an oder so 30 und dann so, ich habe schon auch 70-Jährige, habe ich auch, das ist regelmäßig, das ist meine, nicht Kernzielgruppe, aber mit schon das wichtigste Segment, ja, im Einzelunterricht. Also ich habe sehr viele Erwachsene inzwischen. Das hat sich brutal gewandelt. Am Anfang, als ich vor über 20 Jahren angefangen habe, war ein Jugendlicher das Standardmodell. Ja, das Schlagzeug hat dann der Junge gespielt mit 12, 13, 14, 15 Jahren. Ja, das gibt es heute so in dem Sinn sehr, sehr selten. Leider Gottes, aber gut, so sind halt die Zeiten, die ändern sich halt. Muss man als Schlagzeuger nicht tight spielen können? Ja, man soll ein halbwegs gutes Timing haben. Ja. Wobei ein gutes Timing, das hängt dann nicht immer auch von der Situation ab. Man hat auch als Lehrer natürlich bessere und schlechtere Tage und das ist auch schwankend. Es gibt Leute, die haben immer ein konstant gutes Timing, denen merkt man nie was an. Das ist so die Kategorie wie Nikola Jutta. Wenn der Fehler macht, das merkt niemand mehr. Aber es gibt Leute wie ein Jojo Meyer, wenn der einen schlechten Tag hat, dann hat der tatsächlich auch, dann merkt man das deutlich. Ja, und der hat auch selber gar kein Problem mit das zu zeigen, zu sagen. Ja, weil er sagt dann, wenn er sich das eingesteht, dass er Schwankungen hat, dann spielt er auch besser. Dann kann er besser mit umgehen. Das ist auch persönlich meine Meinung da. Ja. Okay. Ja, genau, da gibt es auch Tochter-Mutter gespannt. Das habe ich jetzt übrigens auch öfters. Es gibt öfter mal so, dass dann die Tochter anfängt oder der Sohn. Und dann die Mutter weitermacht, gell? Oder beide gleichzeitig, gell? Weil die dann auch merken, eigentlich hätte ich das ja früher immer ganz gern mal gemacht, aber früher war das nicht so, dass die gerade bei Frauen ist es so, Schlagzeug ist ein Männerinstrument, das ist natürlich vollkommener Quatsch und Kokolores, das kann jeder spielen, man muss ja nur den Stock halten können, das ist ja keine Sache, die viel Kraft kostet. Ja, also es soll keine Kraft kosten. Ich muss mit der Bewegungsenergie arbeiten und wenn ich den Stock halten kann, dann kann ich auch spielen. Ich spiele jetzt nicht brutal laut und hart. Ja? Das ist nicht meine Art zu spielen. Ich bin eher von der leisen Sorte. Also ich kann tatsächlich sehr, sehr gut leise spielen. Was sehr viele, auch hochkarätige Schlagzeuger, nicht ganz so gut können. Ja, da habe ich Leute schon schwitzen sehen. Die mussten dann das machen und hat man gemerkt, da haben sie sich extrem unwohl gefühlt, weil es nicht ihre Komfortzone ist. Gell? Auch ein Weltklasse-Schlagzeuger hat Dinge, die er lieber macht. Gell? Und wenn man immer in großen Stadien oder vor hunderten Leuten spielt, dann kann man lauter spielen. Und wenn man auf einmal sehr, sehr leise spielen muss und das soll auch noch klingen und man macht das nicht oft, dann kann das beängstigend wirken. Ja.
Es gibt auch Leute, die haben gar kein Timing kann nicht sein. Irgendein Timing hat man. Das ist halt ein sehr schwankendes. Warum gibt es keine Leute, die gar kein Timing haben? Ja, jeder von uns hat einen Herzschlag und der ist gleichmäßig. Es ist halt eine Frage, ob man jetzt am Set spielen kann und sich dabei wohlfühlt und das gut findet. Wenn man das einfach nicht gut findet, dann ist das nicht das richtige Instrument. Das ist, würde ich jetzt also nicht sagen. Es ist also eine Frage des Interesses. Ja? Ich habe mit 11 mit dem Schlagzeugunterricht aufgehört, bin aber überlegen, jetzt mit 16 wieder anzufangen. Ja, nur zu, bitte. Ich hätte gern auch mal wieder einen 16-Jährigen. Also nicht unbedingt bei mir, sondern auch gern vor Ort beim Lehrer. Aber das nur zu. Es ist wunderbar, wenn man dann sich damit beschäftigt. Ja, die Schule ist natürlich auch so ein Thema, gerade bei Jugendlichen. Das nimmt dann natürlich dann, wenn es auf den Abschluss geht, dermaßen zu. Die Stundenpläne sind so vollgeknallt und man hat eigentlich keine andere Zeit mehr, sondern muss sich darauf konzentrieren, wenn das was werden soll. Das stimmt natürlich auch. Und seit der PISA-Studie Anfang der 2000er Jahre und den Bologna-Prozessen ist das nicht besser geworden. Das muss man leider so sagen. Nicht, wenn man Herzrhythmusstörungen. Wenn man Herzrhythmusstörungen hat, sollte man zum Arzt gehen. So, und wenn da noch weiter so Blödsinn kommt, dann kann ich auch das ausblenden. Wegen des Livestreams am 21.10. erwähnte ich meinen Platzmangel. Du gabst mir den Rat, sich bei dem Roland umzuschauen. Nun habe ich einen TD1KV. Hier stehen. Vielen Dank für den Tipp. Ja, das freut mich sehr. Danke, Jörg. Ja, das ist genau deswegen mache ich das. Man kann mich dann wirklich fragen, weil ich habe da Erfahrung drin und ich kann dann vielleicht eventuell auch helfen. Also das ist ja genau das, was ein Lehrer eigentlich tun sollte. Das TD1KV, das ist wirklich ein kompaktes Set, das kann man schön zusammenklappen. Das ist wirklich eine schöne Sache. Es gab da noch mal, ich habe da mal gesagt, es gibt noch ein TD4 KP4 KP. TD4KP war das. Aber ich glaube, das wird nicht mehr hergestellt. Das war mit dem alten TD4-Modul und das können wir wirklich so zusammenschieben. Aber das TD1 ist auch ein sehr, sehr kompaktes Set. Ja, also das, wer wenig Platz hat und ein bisschen mehr Qualität haben will, ist natürlich bei Roland immer ganz gut bedient. Ja, vor allem, das sind dann auch Dinge, das kann man dann als Übungsset wirklich 10 Jahre ohne Probleme verwenden. Ich habe noch ein TD4 jetzt im Einsatz, das 11 Jahre jetzt dann bald wird. Das geht immer noch. Kommt dieses Weihnachten ein O du fröhliche Remake? Mal schauen, aber sowas Ähnliches wird es geben. Es könnte sein, dass es so eine Art Adventskalender gibt. Nur so als Spoiler. Ja. Also am 1. Dezember auf meinen YouTube-Kanal schauen lohnt sich. Und wer noch kein Abo dagelassen hat, der kann das gerne tun, dann verpasst er das nicht. Und ganz wichtig, Glocke drücken, habe ich mir sagen lassen. Okay. Das ist so eine Geschichte, gell? Mit den Weihnachtsliedern. Ich spiele sehr gern Weihnachtslieder. Gell? Ich habe da mal eins gemacht, das war grauenhaft. Gell? Ich hatte wenig Vorbereitungszeit und ich hätte es nicht veröffentlichen sollen. Das gebe ich ehrlich zu und deswegen. Ich bin aber auch nicht, eigentlich nicht der Mensch zum Drumcover machen. Ich bin nicht derjenige, der dann covert. Ich muss mich lange mit Musik beschäftigen, bis ich eine Version habe beim Popsong. Also es gibt natürlich ein großes Repertoire an Lieder. Mein Problem hier auf YouTube ist, das habe ich das letzte Mal gemerkt. Ich bin gespannt, wie das jetzt ist. Ich spiele gleich nochmal zum Abschluss, denn wir haben fast schon über eine Stunde. Eine Stunde und 2 Minuten. Das reicht dann wahrscheinlich vorerst mal. Und ich bin eigentlich zu meinem Thema gekommen, gell? Und keiner hat die Frage beantwortet, wie man denn mit Einschränkungen umgeht. Also mein Tipp ist einfach weitermachen, sich schonen. Das Gliedmaß, das betroffen ist, natürlich dann nicht überlasten. Alles, was schmerzt, vermeiden. Und man hat ja 3 andere Gliedmaße, die noch funktionieren. Die kann man auch trotzdem üben. Und man kann natürlich auch Musik analysieren. Also viel Arbeit, die ich mache, ist natürlich auch eher Analysearbeit und sich Dinge anschauen. Ja? Und das kann man immer machen.
Bin abonniert seit fast 4 Jahren. Dankeschön, Erik, das freut mich. Gell? Also meine Langzeitabonnenten sind mir eigentlich immer die liebsten. Gell? Ja, das denke ich mir. Gell? Na, ja, ich bin nicht so der Drumcover-Fan. Ja, und dafür kann das, die Version jetzt auch nichts, die ist gar nicht so schlecht. Ich müsste mich da wirklich mit lange beschäftigen. Ich mache aber auch da andere Versionen leiten. Also, aber das ist eine persönliche Sache, die mir jetzt da so nicht zugesagt hat. Also man hätte es vernünftiger vorbereiten sollen, aber man macht halt Fehler und entwickelt sich hoffentlich weiter. Ob das so in allen Schulen ist, aber in meiner Schule wird uns im Musikunterricht nur Theorie gebracht und nichts mit Instrumenten. An öffentlichen Schulen ist das tatsächlich die Norm, weil die wenigsten Lehrer, die da Musik unterrichten, sind auch wirkliche Fachlehrer. Und der Lehrplan ist vollgepackt mit lauter Zeug, den man toll finden kann, aber mit dem praktischen Musikmachen nichts zu tun hat. Ja? Da wird sehr viel über Mozart, Beethoven und sonst was geredet. Und das ist ja auch alles schön, wenn man das weiß. Aber es wird sehr wenig praktisch Musik gemacht. Ja, also das ist klar. Ja, und dann hast du dann Lehrer da, der selber kaum ein Instrument richtig, da sagt man dann zum Religionslehrer, du kannst doch eine Gitarre richtig rumhalten, dann kannst du ja auch Musikunterricht machen. Das ist vor allem in Grundschulen ist das ein Problem. Ja, und da fängt es ja schon an. Ja. Ich bin auch in einer Grundschule tätig für einen Musikverein, mache Bläserklasse und mein Unterricht ist mit Sicherheit besser wie der, den die Musiklehrerin machen kann. Wobei die haben, ist tatsächlich eine Fachlehrerin, die kann es noch halbwegs vernünftig. Die kann das gut machen. Aber wenn das geht natürlich nur mit einer Klasse, weil die ist ja nur einmal verfügbar. Ja. Wenn die ihr als Klassenlehrerin da gebraucht wird, dann kommt die da nicht weg. Das heißt, andere haben das nicht und dann hat man natürlich dann auch Lehrer, die haben kein Interesse an Musik und dann wird das dementsprechend. Und das ist natürlich tödlich, ja. Aber das ist wieder Schulpolitik. Ja, das gibt es in manchen Schulen gibt es ein Drumset, ist nicht Standard, aber es gibt es. Zu meinem Leidwesen werden die Fälle nie gewechselt, aber gut, immerhin, es gibt eins. Ja, es hängt immer davon ab, wie die Schule dann aussieht. Oft sind die Instrumente ja auch da, aber sie werden halt nie verwendet. Ja? Also das war zum Beispiel bei uns auch in meinem Musikschulunterricht. Das hatten wir einen Lehrer, der hat sehr gern gesungen. Da mussten wir dann wenigstens Beatles-Lieder singen oder Sound of Silence und solche Sachen. Aber wir hätten auch ein Schlagzeug gehabt und hätte auch da mal was spielen können. Ja? Das habe ich dann auch gemacht. Also dem hat das natürlich gefallen, dass wir dann angefangen haben, Musik machen. Aber das hat jetzt nichts mit dem Schulunterricht zu tun gehabt. Ja, ja, also es hängt wirklich von der Situation ab. Manche Schulen haben da ein Profil drauf und Glück, dass da Lehrer sind, die sich dafür interessieren. Und ansonsten ist das dann halt, ja, fällt das dann hinten runter. Also wenn man glaubt, mit der Schulausbildung am Gymnasium, dann, was man da Musik gehabt hat, dass man da an der Musikhochschule aufgenommen wird, vergiss es. Gell? Deswegen haben Musikhochschulen, egal was für einen Abschluss man hat, eine Aufnahmeprüfung. Ja? Und wenn man die besteht, dann kann man auch studieren. Macht man halt eine Begabtenprüfung, da schreibt man einen Aufsatz und beantwortet ein paar Fragen. Man muss zeigen, dass man seiner 5 Sinne mächtig ist. Gell? Und sowas leisten kann und dann geht das. Ja, dann braucht man da auch überhaupt kein Abitur dazu. Ja. Das ist gar nicht notwendig. Ja. Man muss spielen können. So, jetzt spiele ich aber nochmal zum Schluss das von vorhin. Vielleicht kriege ich es auch jetzt besser hin wie vorhin, weil ich war da noch am Einrichten. Ich bin relativ knapp her. Ich habe vorher noch Gitarrenunterricht, also nicht ich, sondern mein Gitarrenlehrer hat Unterricht gehabt. Ich habe auch einen Lehrer, der für mich unterrichtet. Und dann gucken wir mal. Na, ja, Moment. Nochmal. So, 3, 4, 3. We'll be right back.
Ah, ah, jetzt den Einsatz verpasst. In so einem Fall immer weiter spielen. Ganz so mein Tag. Ich habe auch wenig gespielt. mehr Videos aufgenommen. Aber es war besser. Okay. Ich hoffe, das war unterhaltsam. Versuch's mit Metronom. Ja. Ich spiele das normalerweise dann auch hin und wieder mit Metronom. Diese Playlongs haben allerdings keins, aber ist halt jetzt immer so eine Sache, die bei mir auch situationsabhängig ist. Gell? Also wer das Stück von mir im Unterricht kennt, der weiß, dass das auch ganz gut so geht. Ich hau ganz gern mal daneben, das gebe ich auch offen dazu. Aber das ist auch kein Problem. Ich bin ja Lehrer, ich kann darauf hinweisen. Und meine Schüler sollen das besser machen als ich. Hast meinen Abend gerettet, das freut mich. Gell? Okay, das wäre dann auch dann für heute dann das Abschlusswort gewesen. Im nächsten Livestream habe ich dann wahrscheinlich dann auch wieder ein Thema, das wir dann behandeln können. Ja, heute waren ein paar allgemeine Sachen dabei, ganz interessante Fragen. Ja, schönes Thread. Auch ein paar komische Kommentare, aber wie gesagt, damit gehe ich dann ganz einfach um. Die werden dann einfach geblockt. Okay, also wer zu frech wird, der macht das nicht lange. Ja, klar, das ist ja auch das Schöne. Deswegen zeige ich das ja auch ganz gern. Man könnte auch dann solche Sachen 150%ig vorbereiten und dann wirklich so festlegen, dass man absolut keine Fehler macht. Es ist so, wenn man jetzt hier so ad hoc bestimmte Sachen hat. Ich habe hier zum Beispiel gerade ein bisschen Problem mit dieser Hi-Hat. Die verursacht Fehltrigger, was mich persönlich sehr, sehr irritiert. Das ist zum Beispiel ein Nachteil von E-Drum-Sets. Die haben dann solche Fehler ab und zu. Ich warte da auf die Digitalheit. Die soll besser sein. Und das ist sowas, das hat mich hier gerade immer ein bisschen irritiert. Ich weiß nicht, an was es liegt. Es kann auch sein, dass es Abnutzung ist. Da habe ich auch schon ein paar Sachen gelesen und ich habe es noch nicht ganz rausgefunden. Aber wie gesagt, da kommt eh die Digitale, dann soll es besser werden. Aber am Akustikset hätte ich jetzt das Problem zum Beispiel nicht, um die Frage von vorhin zu beantworten. Alles hat Vor- und Nachteile. Das leichte Recorden ist natürlich eine schöne Sache, aber ein Akustikset kann es leider nicht ersetzen. Ja. Also so gut sie auch sind inzwischen, ja, das ist hier das Beste, was man haben kann, meiner Meinung nach. Kostet aber auch eine schöne Stange Geld. Selbst wenn man es in der abgespeckten Version, das TD-27 nimmt. Also für den Anfang vielleicht ein bisschen viel. Gell. Aber das ist ein anderes Thema, das können wir extra nochmal besprechen. Die sind tatsächlich, die Hi-Hats sind immer das Problem. Also egal von wem, ob es ATV ist oder Roland, da bin ich jetzt wirklich gespannt. Aber die Digitalheit ist seit 8 Monaten jetzt angekündigt und Thomann habe ich heute geschaut, 10 bis 13 Wochen Lieferzeit. War mal runter zwischen 4 und 7 und jetzt sind es wieder hoch auf 10 bis 13. Also sie kriegen dieses Ding nicht her. Man müsste ein neues Set komplett kaufen. Da ist es verfügbar. Wahrscheinlich priorisiert das auch Roland und den After-Sales-Market, also für Leute wie mich, die ein Set schon haben, die bedienen lieber Neukunden. Ist ja auch okay, weil die zahlen dann deutlich mehr als ich. Ja? Wobei das Ding ist nicht billig. Ja? Also kostet 700€ soll das kosten. Ja? Ja, Franziska, wir sehen uns dann am
Samstag wahrscheinlich wieder, gell, bei der Practice Time. Gell. Grüße in die Schweiz, das freut mich. Und herzlichen Dank an alle, die dabei waren. Ich hoffe, man kann es anschauen und ich konnte ein paar Fragen beantworten. Alesis Brokit, ja, die sind auch nicht schlecht. Das sind sehr schöne Sachen. Ich habe mein TD17, eine Feder aus der Hi-Hat Metall rausgenommen. Ja, da gibt es solche Dinge, da muss ich mal schauen, ob das hier bei denen, die sind ja ähnlich aufgebaut. Da können wir mal drüber diskutieren. Das müsste ich mal machen, da ist ja Garantie abgelaufen, da kann man das mal machen. Da gibt es so, habe ich schon Dinge gelesen, dass man da Dinge dann abändern kann, dass auch ein Gummi sich abnutzt, das dann zu Fehltriggern führen kann und lauter solche Geschichten. Also, wie gesagt, E-Drums haben Vor- und Nachteile. Okay, aber das soll es für heute gewesen sein. Viel Spaß beim Schlagzeugspielen. Bleibt dran, übt fleißig. Schaut am 1. Dezember auf meinen YouTube-Kanal. Denn ich vermute mal, dass das nächste ist dann schon im Dezember, wenn ich recht mich entsinne. Müssen wir kurz schauen, wann die nächste Lesson ist. Yep, genau, das wäre der 2. Ja, da ist das schon online, da wird es was geben. Nochmal hingewiesen, es gibt einen Country-Kurs von mir, der ist jetzt neu erschienen, da sind einfach Groove-Tutorials, Country-Songs drin und da gibt es einen Rabattcode, 10%, und der gilt auch für alle anderen Einzelkurse. Ja, nicht für die Mitgliedschaften, aber für die Einzelkurse. Kommt mal wieder ein Stream mit Bass, da müsste ich zuerst mal wieder ein bisschen üben. Weil ich spiele natürlich deutlich schlechter Bass wie Schlagzeug. Ich spiele gern Bass, aber schlecht. Also ich kann auch keinen Bass unterrichten. Also das überlasse ich Leuten, die das tatsächlich können. Kann ich aber mal machen, muss ich halt was vorbereiten. Das wäre mal interessant, ja. Vielleicht mal sowas mit Loop Tracks und also die ich dann live erstelle, müsste ich mal mir ein gescheites Loop-Pedal kaufen. Das würde mich auch persönlich reizen. Kann ich aber mal aufnehmen. Danke für den Hinweis. Gell? Das, weil ich spiele tatsächlich auch im Wohnzimmer habe ich eine Bass-Ukulele ganz gern Bass. Gell? Das ist genauso gestimmt. Okay, also viel Spaß. Halte die Ohren steif. Bleib gesund. Gell? Ist ja gerade wieder ein bisschen frostig und ganz unruhig ansonsten. Aber das wollen wir thematisch hier raushalten, weil die Welt ist schon unerfreulich genug. Dann können wir hier zusammen Spaß haben. Das haben wir das nächste Mal dann auch wieder. Genau, das RC300 oder ich würde das 550er nehmen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Schönen Abend, bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, start drumming!